Millionen Immobilien- und Grundstücksbesitzern dürfte gerade der Kopf rauchen. Sie müssen seit Juli eine Erklärung zur Grundsteuer online abgeben, weil sie neu berechnet wird. Gefragt sind je nach Bundesland unterschiedlich viele Daten wie Flurnummer, Wohnfläche oder Bodenrichtwert. Das Steuerportal Elster war zum Start vor einigen Wochen wegen der vielen Zugriffe überlastet. Die Frist für die Eingabe läuft noch bis Ende Oktober. Viele werden die wohl nicht halten können. Wieder eine Fehlermeldung. Zu ihrem Glück ist Monika Heuers Enkel Student der Wirtschaftsinformatik. Ohne seine Hilfe wäre die 75 Jahre alte Rentnerin aufgeschmissen, sagt sie. Obwohl sie 20 Jahre lang in einem Steuerbüro gearbeitet hat, sei die Neuberechnung der Grundsteuer selbst ihr viel zu kompliziert. Allein schon wird man schon aggressiv, wenn dann die E-Mail sagt, sie müssen jetzt noch das und das beantragen. Und man wartet dann tagelang, bis es dann per Post kommt, um dann wieder loszulegen. Seit Mitte der 90er Jahre umstritten, kippte vor 4 Jahren das Bundesverfassungsgericht die bisherige Grundsteuerberechnung. Nun muss für mehr als 35 Millionen Grundstücke, Häuser, Wohnungen ein neuer Einheitswert festgelegt werden. Seit 1,5 Monaten können Eigentümer dafür Erklärungen abgeben, in der Regel online, nur in Ausnahmen auf Papier. Für Menschen ohne PC und IT-Geschick eine Hürde. In vielen Fällen müssen Eigentümer auch die Nutz- und Wohnflächen berechnen, oftmals ein zeitraubendes Unterfangen. Das alles Gründe dafür, dass die Landesfinanzbehörden im Schnitt bis jetzt nicht mal jede 10. Erklärung erhalten haben. Fachleute kritisieren deshalb schon jetzt die Abgabefrist Ende Oktober und fordern Fristverlängerung. Nach 2 Jahrzehnten gibt man dann dem Bürger 4 Monate über die Sommerferien Zeit, eine Grundsteuererklärung abzugeben. Weniger Interesse am Bürger kann man eigentlich gar nicht zeigen. Monika Heuer schafft es übrigens auch online, aber eben nur mit Hilfe ihres Enkels.